Guten Abend, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im Aushilfs-Simulator mit dem Günther. Moin, Manni. So, ich hoffe, du hast den Praktikant endlich wieder in seine Schule geschickt, wo er hingehört. Nee, der ja, kommt wie, nee. Der soll schon seit einer halben Stunde hier sein. Ja, was soll in einer halben Stunde hier sein? Der sollte schon seit einer halben Stunde hier sein. Ja, dann wo ist er denn? Weiß ich nicht, der geht nicht an sein Handy ran. Ja, ist ganz toll. Großartig, Günther. Ist ja nicht so, dass wir hier eine Baustelle haben. Das und die Gitter sind immer noch nicht da. Die Armierungseisen sind immer noch nicht da? Nö. Naja, gut, alles klar. Guck mal, der Beton schon fest ist hinten im Mischer. Nee, du nimmst jetzt den Pritschenwagen und fährst los. Du bist doof oder was? Ja, einer muss das doch holen. Jetzt muss ich die Scheiße ausbaden von dem Kunde oder was? Ja. Ey, geht mir auf den Sack. Der hat nicht mal die Scheiße hier abgeladen, Alter. Guck dir den Direktor an hier. Das ist doch alles Scheiße. Ja, guck mal, kommt da angetrottelt. Da oben. Ganz gemütlich, Junge. Komm ich heute nicht, komm ich morgen. Ey, komm ich schon alle mal am Arsch lecken. Hallo. Das heißt, guten Morgen. Du bist eine halbe Stunde zu spät. Wo warst du denn? Ja, man, auf meinem Kiosk musste noch Energy kaufen und ein paar Kippen. Was hat er von Giga an? Hat Energy gekauft und ein paar Kippen. Hm. Ja, klar. Ach du, weißt du was, Günther? Klar, du, das ist dein Praktikant. Das ist nicht mein Praktikant. Du schiebst uns hier Job für Job. Ich wüsste, was ich mitmachen würde. Was denn? Wie, was denn? Ah, ich kann da oben ein bisschen chillen, wenn die anderen arbeiten. Passt ja. Komm ran jetzt hier! Nehmen wir gleich mal eine Dose. Nehmen wir mal die zwei. Ich finde es eigentlich ganz gut, Günther. Das siehst du mal, wie ich mich immer fühle. Ja, Dominik. Du nimmst dir jetzt da hinten an der Firma den zweiten Pritschenwagen und fährst dir Armierungseisen jetzt holen beim Händler. Okay, mach ich. Gut. Vielleicht. Günther, geh hin, klatsch in eine. Geh hin, klatsch in eine. Der hat sich anders, der will es nicht anders. Da wo kein Schnee hilft, darf gerannt werden. Verdammte Scheiße. Läuft da ganz gemütlich durch die Gegend. Manni. Was ist los? Tut mir voll leid, jetzt weiß ich, wie du dich aber die ganzen Jahre gefühlt hast. Ja, das ist schön, dass man noch einen gibt wie dich. Aber soll ich dir mal was sagen, Günther? Was denn? Soll ich dir mal sagen? Was normalerweise, denn? Gell? Tun wir dir mit der Nachbarpistole ein Holzkreuz hängen. Auf der Baustelle. Haben wir? Solche Kunden, ey. Nachbarpistole, Holzkreuz, wird da dran getackert, Junge. Wie früher der Tschüss ist. Boah. Ich bin auch ein bisschen müde noch. Na, vor allem, leg schon mit hin! Mach alles alleine hier, ist doch kein Problem! Leg schon mit hin, Günther, ich mach alles alleine! Manni? Ja. Ah, hier ist. Was ist los? Und weg, sehr schön. Machen wir mal eine Dose auf. Hoffentlich sieht das keiner im Auto. Kippern, Fenster runter. Manni? Ja, was denn? Was ist denn? Manni! Sag mal, Günther, willst du mich verarschen? Ja, Günther, was ist denn nur? Ich hab's jetzt nicht auf, Alter. Ich hab ein bisschen Mucke gemacht hinten. Komm, lad die Scheiße da jetzt ab. Na, was denkst du, was ich gerade mach? Aber warte mal, guck mal, ich muss gerade noch die Erdbeeren draufkühlen auf den Kuchen hier. Und die Streusel. Guck mal hier, guck, da kommt gerade eine Streusel hier für den Kuchen hier. Siehst du die? Das seh ich. Ja, guck, die mach ich jetzt hier vorne auf die Torte drauf. Kannst du mal bitte hinten, kannst du mal einen Joghurt holen, bitte? Und die Gelatine, dass ich meinen Kuchen noch fertig krieg heute. Manni, ich hab einen Plan. Gleich, wenn der wiederkommt. Ja, du kriegst ja ein paar aufs Maul. Mit den Armierungseisen. Ja. Dann gehst du in die Spritze rein, in die Betonspritze. Ne, ja, wir flechten den einfach mit ein. Ja. Wir flechten den mit ein in den Armierungsstahl, dann wird er betoniert. So war der Plan. Ja. Ach Manni, wenn du gleich da fertig bist mit dem Abladen, nimm doch mal eben das Tuch da raus und mach mal die Polympen hier sauber. Schon mal so einen Polymp auf den Kopf gehabt? Aufgesetzt? Wenn der richtig straff drauf ist, wisst ihr, wie gut der abgeht? Und wisst ihr, was ich dann mach? Dann schub ich dich hin und pinkel oben rein. Verstehst du, Günther? Und pass mal auf, Zaubertrick. Hat nicht geklappt. Löschungstaste. Was? Löschungstaste. Ja, ich weiß. Quatsch mich voll. Ich bin ausgebildet. Ich komm, schon viele jetzt weg. Und dann fährst du auch zum Baustoffhändler und holst da mal die anderen Sachen mit ab. Mensch, sammel nicht. Ich mach, wie ich das will hier.
Manni. Ja, was denn? Hör jetzt bitte einmal und mach das. Günther? Nö. Manni, man nennt mich nicht umsonst Mr. Mining. Fahr jetzt da rein und hol die Scheiße. Wisst ihr, warum man dich Mr. Mining nennt? Weil du den ganzen Kohle mit Bitcoins verzockt hast. So, jetzt halt die Klappe. So, wo ist der scheiß Baustoffhändler? Dreck hier. Ist doch nicht dein Ernst, ist doch recht auf der anderen Seite hier. Mann. Fahr hier links, dann wieder. So, ein bisschen Country-Musik hier, ganz entspannt. Knallt gleich. Und dann geht's hier los. So, schönes Ding. Gleich. Wenn ich rochen würde, würde ich jetzt auch mal einen rochen. Wenn ich Monster trinken würde, würde ich jetzt auch Monster trinken. Aber das machst du alles nicht. Es scheint meine Möhre. Hier sieht mich keiner, kann ich ein bisschen Pause machen, sehr schön. Aber das anstrengend heute leckt mich am Arsch. Hey, Alter, wo ist denn der? Ah, ja, die kann arbeiten, ich mache hier Pause, gemütlich. Hey, sag mal, Junge, hast du falschen Hut auf da hinten oder was? Schwing dich in die Koch rein, lad das Armierungseisen auf, sonst schauen wir uns hier mal richtig im Karton. Der hat immer noch nicht aufgeladen. Nicht in der Luft hier. Oh, vor allen Dingen die Hydraulik auf Spannung. Da krieg ich ja sofort Puls, Alter. Wenn die Hydraulik da oben auf Spannung hängt, hörst du nicht, wie der Zylinder knietscht und knackt und immer langsam weiter nach unten geht? Mach schon die Bude rein und lad das Zeug auf, Alter. Sonst lernst du Manfred von einer ganz anderen Schlüpferseite kennen hier, mein Freund. Da gibt's nicht vorne die gelbe, gibt's hinten die braune. Ja, dass wir uns gleich mal verstanden haben. Und das wird ganz übel für dich ausgehen. Wenn ich mit dem Gesicht ein Deutsch wie die Katze ins Katzenklo. So, und jetzt mach ich ja. Komm, die Flashkörper drauf. Zieh mal deine Base. Ja, ich zieh mal gleich mal deine Base, Junge. Jetzt hast du einen Level lang. Warte kurz, Rotzlöffel. Ich muss noch kurz die Kippe anmachen. Ja, na klar. Herr Günther, da fällt mir ein Schwein. Da fällt mir ein Schwein, Günther. Ganz ehrlich. Der Typ, der ist, der, das ist eine Nullnummer. Was wollen wir mit dem? Die Baustelle dauert dreimal so lange. Bunny? Ja, was denn? Irgendwie mag ich ihn, ja. Ey. Nee. Sollen wir ihm einen Festvertrag geben? Ach, ich komm, lass mich einfach den nächsten LKW suchen und davor schmeißen. Da kann ich ein bisschen Geld sparen, da kann ich bei den Kippen schnorren, der hat ja immer welche. Wie kann ich mich hier dahinter legen? Ey Dominik, gib mal eine Fluppe rüber. Ja, nehm. Oh, danke. Scheiße, mein Monster ist alles geleert. Mach halt ein neues Aufleck. Ja, ist kein Problem. Ja. Ey, dick und doof, wirklich. Dick und doof in dem Traktor. In dem LKW. Ist wirklich so. Ist unglaublich. Ach, wisst ihr was? Ali? Keine Zeit, was los? Fahr mal zum Kiosk und hol mal ein paar neue Monster. Kannst du mal am Arsch lecken. Und kippen. Verstehst du das? Aber die großen Schaden, die Big Packs. Also pass auf, ich warte noch 2 Minuten auf der Baustelle, dann ist das Armierungsstall da. Ansonsten nehme ich den Beton und dann kippe ich den ohne Armierungsstall da rein. Verstehst du? Und da fällt die Bude wegen mir halt in dem Jahr wieder zusammen. Ist mir scheißegal. Warum fährst du denn jetzt ohne Sachen hier weg? Warum hast du die... Was sind für die Sachen? Hier liegen noch Platten, die jetzt mitnehmen können. Was sind für Platten? Die Platten, die hier liegen. Welche Platten denn? Platten. Was sind für Platten? Ja, die Platten! Ja, was sind für Platten? Die, Schallplatten da. Sag mal, hast du gesoffen? Die stehen doch hier, die habe ich schon gekauft. Was denn für Schallplatten, du Idiot? Oh, die Schalldichtplatten. Nimm die jetzt hier und komm jetzt hier hinten. Die Schallplatten? Du meinst die Schallisolierungsplatten? Ja, die meine ich. Hey Chef, ich kann hier nicht mehr aufladen. Diese Gurte sind kein Defekt. Was denn? Oh ja, sehe ich auch gerade. Ihr seid doch defekt, ihr zwei Hobby-Astronauten, ohne Mist. Wir warten, bis fertig ist. Ja, genau. Ja. Ihr seid zwei schöne Hobby-Astronauten. Lad vorne die Blatt noch mit auf der Bude ist noch mit Platz, Alter. Nein, da kann er die Gurte nicht mit rummachen dann. Nein, geht nicht. Nee, geht nicht, ist klar, freilich. Sag mal, wollt ihr mich verarschen, Mensch, ich mach das hier zum ersten Mal heute? Ja. Ja, alles klar, gut. Machst du gut. Sag mal, Günther? Weißt du, Dominik, kommst du mal heute nach Feierabend im Büro? Ich glaube, ich gebe dir einen Festvertrag. Ah, okay, gut. Dann ziehst du einen rein, das kannst du wissen. Dann ziehst du so einen rein, Junge. Den Helm, den kriegst du wieder vom Kopf. Mann, der ist gut. Und was sind das für Platten hier? Keine Ahnung, Schallschutzplatten. Ja, Schallschutzplatten, Wir bauen wohl eine Schallschutzmauer. Ja. Ich wollte, dass du dich wieder fühlst wie damals. Wissen das die Leute, die die Halle bestellt haben? Dass die eine Schallschutzmauer kriegen? Du musst das ein bisschen weiter vorne machen, ich kann die Gute nicht drum machen, ja, wissen die.
Ja, das passt schon. Diese kurze Strecke, da fällt nichts runter. Boah, wenn ich sehe, wie die Dinger da drauf liegen, Alter. Dann fahren wir los. Ey, wenn ich sehe, wie die Dinger da drauf liegen, der wird mir schlecht, Alter. Mann, hast du das immer noch nicht aufgeladen da vorne, oder was? Ey, pass mal auf, ihr Clowns. Mit der Scheiße braucht ihr hier gar nicht anfangen, gell? Das sag ich euch gleich. Das sag ich euch gleich. Zu, ja, haben wir nicht gewettet. Können wir mal noch die scheiß Blanken hier runter machen? Können wir echt Feierabend machen? Ich hab noch ein Date, ein wichtiges. Ja, dann machen wir gleich. Ja, dann kannst du gleich eher gehen, ist kein Problem. Ah, okay, gut. Können wir mal noch die Dinger hier runter machen? Das kannst du von drinnen machen. Ja, wie denn? Y. Der Y-Klopp. Ja. Dann fahren wir los, Dominik. Aber langsam, ne? Ja. Nur ganz langsam. Am besten steigt auf. Ist da noch eine Dose? Ja, wenn du hast, geh mal rüber. Das ist unglaublich. Dankeschön. Das ist absolut unglaublich. Das habe ich mein ganzes Leben noch nicht erlebt. Ich habe schon auf vielen Baustellen gearbeitet. Aber so zwei Hornlose habe ich schon in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Nee. Oh, nee, gleich schmeißt du wieder den Helm weg. Das, mein Freund. Gell? Ist ein Special Effekt. Den wirst du so schnell nicht wieder erleben. Das ist genau wie... dein ADHS, das ist auch so ein Special Effekt. Oh, jetzt bin ich über das Rotlicht gefahren, ist das schlimm? Nein, alles gut. Okay. Vor allen Dingen Rotlicht, du Idiot. Lass dich nicht runter machen, Dominik. Wir haben Straßenschleue, das hat der nicht. Ja. Was habt ihr auch? Da fällt gleich etwas runter. Ja, ist nicht so schlimm, das hebt dann der Money mit auf. Okay. Absolut unglaublich. Absolut unglaublich. Die treiben wirklich das Spielchen mit mir. Naja, ich lade die Schallschutzplatten, genau. Die lade ich noch auf schnell und dann... Ja, was ist das denn? Wie, was ist das? Ja, du hast doch gekauft, du Idiot. Ich weiß nicht, was es ist. Du weißt, was es ist? Du musst... Nee, du musst da vorne in die Polympen da fahren. Oh! Alles klar, lass liegen von uns. Ja. Unglaublich. Kann jemand anders aufladen. Ich mach meine Ladung selber fest, passt schon. Wir haben genug gemacht für heute. Aber wirklich? Ich wäre wahnsinnig, jetzt geht das nicht. Wunderbar. Das hält schon kurz nicht aus. Was ist denn? Nichts. Oh nee. Ich krieg ja Pickel, Alter. Ich krieg ja Pickel am Sack. Das gibt's ja gar nicht. Ey Chef, frag mal, wo der bleibt. Oh, ja. Total langsam. Mach die Armierung da rein und halt die Fresse, Alter. Und frag nochmal, wo ich bleib, Junge. Da komm ich gleich hin. Manni? Du wärst aber gleich ungemütlich hier. Was? Wo bleibst du denn? Sag dein Arschfitsche, die soll mal ihren Gang runterschalten. Kann wohl nicht wahr sein, ey. Wo bleib ich? Junge, ich bin ja der Vorarbeiter, der hat überhaupt nichts zu fragen, wo er bleibt. Boah, wenn ich könnte, ich würde zu schreien, Alter, ne? Ey, frag nicht aus Sonnenschein, gell? Kannst wohl sein, dass es schon zu spät ist. Manni? Ja, was denn? Und komm jetzt bitte und hör auf, da rumzuschnüllen. Ich soll aufhören mit... Ich verlade deine Schallschutzplatten, Günther. Ja, mach mal schneller. Ja, die sind runtergefallen, du. Ah, sehen Sie, der kann auch nichts. Das ist unglaublich. Das ist absolut unglaublich. Das müssen wir noch irgendwie das andere Ding hier hinbekommen. Warte mal, ich guck mal, ob ich das vielleicht mit dem Fahrzeug hierher schieben kann. Unglaublich. In der Schule früh seinen Namen tanzen müssen, gell? Und hier die große Fresse auf der Baustelle. Das ist, da hinten ist das. Junge. Frag mich, was hier noch alles. Nee, das auf der Baustelle nur, also das da manchmal ein bisschen, ne? Ist ja alles schön und gut, aber also sowas hab ich schon erlebt. Sowas hab ich echt schon erlebt. Ein Gehirn. Hey. Wenn der nicht gleich kommt, wird der ganze Beton noch hart. Beton, vor allem. Aber da chillt ja die Base da drüben, oder? Ja. Doppelrohne, Junge. Günther! Ja? Wenn du den Festvertrag gibst, ja, kündige ich.
Ja, du machst ja eh nix, Manni. Wenn ich das Nachmaschine hier hätte, würde ich mich selber schießen. Einfach so. Ja, perfekt, passt doch. Oh, oh, oh. Hoffen, dass Dieter das macht. Hier kannst du noch was lernen für die Zukunft, mein Junge. Ja. Ich hab mich aufgebockt. Ey, unglaublich. Hab mir mal die Seite rein oder so. Ja, mach ich. Fällt euch was ein? Bekomme ich da noch ein bisschen mehr Gehalt? Wenn du das jetzt hier super löst, dann können wir über Gehaltserhöhung reden, ja. Okay. Das ist unglaublich. Unglaublich. Ja, ja. Ich arbeite hier seit 12 Jahren in der verschissenen Kackfirma ohne eine Gehaltserhöhung. Und dieser Dummschüler soll eine Gehaltserhöhung kriegen. Alles klar. Du hast ja noch nie gefragt. Hm? Ich glaube, da fliege ich gleich weg hier. So, ich komme zurück, ihr Zwickelhörner. Aber ihr habt, noch nicht mal das, ihr habt ja noch nicht mal das Ene abgeladen. Doch, doch. Hm, genau. So, aussteigen, Karre ausschalten. Oh, war das schon anstrengend. Drauf auf die Baustelle! Ihr Vögel! Was ist denn nicht nur drei Armierungseisen? Ja, das andere ist hier unten drunter. Wo? Unter dem LKW. Sag mal, bist du nicht sauber? Was macht denn der LKW da unten? Wir wollten das da reinschieben. Ihr seid doch, ey, ihr seid doch wirklich. Ihr seid doch, ey. Im Kindergarten Bienchengruppe, oder? Pferdchen. Ey. Nee. Ja, muss er erst ja ich schalte jetzt ja drunter, gell? Ja, das funktioniert. Sag mal so, wir können es ja zu dritt hier hinstellen und starten so lange an, bis es von alleine rauskommt. Ja, aus seiner Höhle. Aus seiner kleinen Wut, aus seiner kleinen Wuthöhle. Wir machen jetzt erstmal Feierabend. Ja, alles klar. Hau doch rein. Manfred ist raus. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Bis dahin. Tschüss.